Und willkommen im vierten Teil meines Tausender-Spezials, Freunde. Ja, ich hoffe, meine Reise, die doch etwas größer ausgefallen ist, als ich gedacht habe, hat euch gefallen. Und wir sind jetzt hier fast schon am Ende angelangt. Allerdings möchte ich euch auch noch etwas sehr Lustiges zeigen. Das hat mir gestern der gute Kelvin rübergeschickt und ich finde, es ist einfach nur so geil, dass ich es euch nicht vorenthalten kann. Und zwar ist es eine Bedienungsanleitung unter anderem für einen Gefrierschrank. Und ich vermute oder wir vermuten, dass die Übersetzung 1:1 aus dem Japanischen von Japanern oder von Chinesen ausgeführt wurde. Und naja, der Rest spricht für sich. Allerdings den richtig geilsten Satz, den möchte ich euch hier zeigen. Es ist Elslutscher, aber Eislutscher. Elslutscher können Eisgefrierschrankverbrennungen versachen, wenn sie direkt nach dem Herausnehmen aus dem Gerät verbraucht werden. Also ich finde, das ist der geilste Spruch überhaupt in dieser ganzen Anleitung. Unter Kindersicherheit. Aber nun gut, das Beste kommt jetzt. Und zwar ist es eine Speisekarte. Kiosko Playa... was? Playa Salemera. Ich vermute mal Spanien, Griechenland, irgendwo da die Gegend. Die rot gepunkteten Sachen, da ist ein Fehler. Zum Beispiel gebratener Ziegenkäse Ortion. Oder ein gefalzener kanarische Kartoffeln. Pommes frites. Gewürzsoße rot, Gewürzsoße grün und Knoblauch Mayonnaise. Hier haben wir Fisch, die Portion für 9,000 Euro oder der Ischfilet oder die Langusten gebraten. Das war einfach nur herrlich, oder? Aber es geht noch besser. Es geht noch besser. Hier ist leider nichts markiert, aber zum Beispiel Bratkartoffeln, Pommes frites, Wurst mit Kartoffeln, Flogeres, Schinken und Käse rollen in der Kruste, Mezes, Oktapus, Grillte, eine Tentakel, Aterina, Sandschmelz, gebraten Teil oder gebraten Zucchini mit Tzatziki oder Paprikashorne, gebraten. Varkoles, gebratene lokale Aubergine mit Käse und Basilikum. Kolokiteftedes, gebratene Zucchini-Kugeln. Plevrotos, mariniert, gegrillt, Pilze. Oder Zesta, von der heißen Vorspeisen. Ist doch herrlich, oder? Es ist einfach nur herrlich, Freunde. Dann haben wir hier Nudels. Skordomacarona. Isolationsschlauch mit und Olivenöl der Tomatensoße Knoblauch. Oder wie wär's mit Isolationsschlauch à la Bewohner von Bolognese mit gehacktes Fleischsoße. Oder wie wäre es noch besser mit Isolationsschlauch mit Pilzen à la Creme? Garidomacaronada? Garnelen mit Isolationsschlauch, Tomatensoße, Feta-Käse? Tagliatelle mit Lachse? Alastani! Käse, Schinken, Pilze, Tomatensoße, Würste in einem Topf? Pizza, Vulkan, Käse, Schinken, Speck, Pfeffer, Tomate, Vegetarier, Käse, Pilze, Pfeffer, Tomaten und so weiter. Das ist jetzt nicht mehr so lustig, aber Isolationsschlauch. Oh, Freunde. Ja, hier geht's auch noch weiter. Das ist eigentlich der erste oder die erste. Genau, das ist die erste. Und das eben war die zweite, aber es ist ja im Prinzip total wurscht. Hier haben wir auch Vegetariens mit dieser Markierung. Also das Grüne, das ist alles für Vegetarier. Stani, Brot und Butter, Aperitifs, Usuraki, Martini, Campari, Cocktails, Mojito, Margarita, Daiquiri, Suppe,
Gemüsesuppe oder Linsensuppe oder Bohnensuppe oder Fischsuppe. Besteht aus Fische und Gemüse. Und dann, ich glaube, hier war jetzt alles nicht so lustig. Prasini, Kohl, Karotten, Kopfsalat, Tomate und Gurke. Dann haben wir hier den Koriratiki, ist griechischer. Tomate und Gurke, Zwiebeln, Oliven, Feta. Irgendwo war ja noch was. Santorini, kleine Tomaten des Gurke-Kopfsalates, sonnengetrocknete Tomaten, Kapriolen, Käse. Oder Kokoroka, römische Rakete, Ei, Huhnleiste, Nüsse, kleidend an. Oder Lola, Lolch, Rotkohl, kleidend Lachsleiste. Captains, Kopfsalat, Thunfisch, Oktopus, Garnelen, kleidend. Oder kalte Vorspeisen, Fava, geheiratet, Spezialite von Santorini, spalten Sie Erbsenpüree. Das ist so geil, das ist so geil. Tzatziki oder Feta-Käse oder Oliven oder Tomatensalata. Käsesalat oder Aubergine-Salat. Ntolmatakia. Angefülltes Rebeblätter mit Reis und Kleiden. Oktopus gekocht im Essig. Moment mal. Mpulkis. Garnelen mit kleinen Tomaten, Kopfsalat, Cocktail, Behandlung. Usomecedes, Vielzahl der kalten Vorspeisen. Und dann kommen die halbe Vorspeisen. Tomatokeftedes, Santorian, Spezialité, Gemüsekugeln. Das ist eine heiße Vorspeise. Spanakopita, Spinat, Torte mit Käse. Nest vom Käse in der Kruste und in sonnengetrockneten Tomaten. Sakanaki, gebratener Käse. Psiti, Feta-Käse im Ofen, gewürzheiß. Bratkartoffeln, Pommes frites. Wurst mit Kartoffeln. Und dann Flogeres, Schinken und Käse rollen in der Kruste. Das ist ja geil. Ja, und ich glaube, das war es auch. Ja, genau. Hier haben wir nochmal ein Bild, wie es vor den 1000 Abonnenten aussah, nämlich 999. Und ja, Freunde, damit, mit diesen lustigen Sachen, die ich einmalig finde, verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich hoffe wirklich, es hat euch gefallen. 1004 Abonnenten mittlerweile. Ja, meine Let's Plays gehen weiter, das ist gewiss. Das nächste Abonnenten-Spezial wird es allerdings nicht bei 1100 geben. Nein, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Das wird es entweder bei 1500 oder dann bei 2000 Abonnenten geben. Ja, an dieser Stelle ja, bedanke ich mich nochmal bei euch. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Dienstag. Es ist traumhaftes Wetter draußen. Ich darf jetzt nachher in die Nachtschicht. Und ja, dann freue ich mich auf eure Kommentare zu diesen Videos. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Also, bis dahin, ganz viele liebe Grüße. NRW bei 18, adieu.